Kapitel 1 Start. Autospeichern Kapitel 1. Hey, ich bin's, Ewan. Okay. Ich komme, ich kreuze wiederzusehen. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Zum Glück haben wir jetzt nicht viel Zeit verloren. Mir ist der Bär aber nicht aufgefallen. Oh, hi. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Und tschüss. Ab jetzt sollten Erfahrungspunkte geteilt werden, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Irmoen behalten werde. Ob ich sie dieses Mal umschulen werde zur Magierin. Kann übrigens auch zu dir. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der schleppen kann, ganz ehrlich. So, das können wir kopieren. Kannst du das Ding identifizieren? Nö. Okay. Machen wir mal hier einen Quick Save. Plönk. Also Kreischlinge einzelne, vor allem kranke Kreischlinge zu töten, ist jetzt vor allem mit zwei Fernkämpfern nicht sonderlich schwierig. Fernkämpfer haben allgemein irgendwie viel bessere Chancen, was zu treffen. Und ja, man merkt, ein Bär ist böse, weil wir haben eigentlich eine Rüstungsklasse von 3, was für den Anfang relativ wenig ist. Nehmen wir mal Karte. Ja, Berigost ist in Süden. Ja, da ist wieder der Bär. Jetzt verschwindet er aus dem Sichtfeld. Da ist der Schwarzbär. Da ist auch nochmal ein Schwarzbär. Da ist Chase, der von der Klippe springen will, oder? Fasst mich nicht an. Ich könnte mir aber was einfangen. Ich wollte euch gerade verbieten, noch näher zu kommen, aber das funktioniert ja wohl. Die stimmt's. Trotzdem werde ich mich angemessen verhalten. Also kommt nicht näher, sonst springe ich. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich springe wirklich. Also nochmal, nicht näher kommen. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Spring doch, wenn es sein muss. Das verschafft den Rest von uns mehr Luft. Wie konntet ihr nur so grausam sein? Ich habe ganz offensichtlich Schmerzen. Sind euch meine Bedürfnisse völlig egal? Natürlich, das geht ja jedem so. Mama, Papa, Jeeves. Wahrscheinlich sind sie noch froh, wenn ich weg bin. Bestimmt tue ich ihnen noch einen Gefallen. Ich bleibe am Leben, nur um sie zu ärgern. Ich werde das unzufriedenste und egoistische Kind von allen. Das ist zwar nichts Neues, aber jetzt habe ich recht damit. Das Leben ist doch schön. So verzieht er sich. Kerzenburg im Westen. Ja, das wäre die Straße nach Kerzenburg. Hier geht's nicht durch, da müssten wir außen rumlaufen. Man sieht wenigstens besser, wo man den Kartenrand hat. Nö.
Ich möchte abbrechen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weil nach Kerzenburg zurückreisen bringt ja nichts. Also gehen wir hier den Weg noch, dem hier unten noch ein Stück lang. Passen auf Bären auf, töten Kreischlinge. Du bist ja ein komischer Kauz. Worum geht es dies? Ihr braucht nur zu fragen. Ja? Was wollt ihr? Wie kann ihr braucht nur zu fragen. Ach, sobald Imo entstehen bleibt, fängt sie ja nach Feind und Illusion zu suchen. Also von sich aus. Hat Imoin irgendwie eine Dings? Neutral gut, Skript. B-Demonic. Ah, interessant. Anpassen, Skript. Feinde. Achso, fortgeschrittene KI. Hm. Standardangriff. Feinde angreifen, Nahkampfwaffen bevorzugt, Fernkampfwaffen bevorzugt, Gegenstände benutzen. Besondere Fähigkeiten, Angriffsfallen finden, im Schatten verstecken, Badenlied singen. Hm. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gerade gar nicht, ich hatte das die Ice Dale Enhanced Edition auch und ich habe es die ganze Zeit nicht gerafft. Weil das war ja in Baldur's Gate 1 so ein kleines Problemchen mit der KI. Die gerne mal Braindead wurde, sobald sie den Gegner getötet hat. Und kein Gegner desselben Typs mehr in der Nähe stand. Das hat sich allerdings mit Baldur's Gate 2 und Icewind Dale 1 dann etwas verbessert. So, dann gehen wir von hier aus den Bereich nach oben mal ab. Feind gesichtet. Wo? Ja, ich hab genug davon. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Und der Wolf one-hittet mich. Ich werde mich im Umdrehen darum kümmern. Einfach wow. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und da ist Imo gestorben. Okay. Wie ihr wünscht. Du bist Kian. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Also nee, das ist nicht gut, wenn Imoen nur noch einen Lebenspunkt hat. Wie ihr wünscht. Aber der Wolf, der ist böse, ey. So, ist er jetzt verletzt? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Das ist ja ein komischer Kauz. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Was wollt ihr? Ja. So, jetzt sind wir hinter Imoen her.
Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Worum? Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Gut, jetzt ist der Wolf hinüber. Ja, wie ihr wünscht. Also am Anfang ist es echt schwierig, wenn man nur zwei Fernkämpfer dabei hat. Einen Kreischling zu töten ist eine andere Sache, aber Wölfe sind dann schon böse. Und gut, das ist ein kranker Kreischling hier. So, gucken wir mal hier oben. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ich will in dieser Aufnahmesession wenigstens noch diese Karte hier aufdecken, dass wir die erste Karte mal hinter uns haben. Tut mir leid, Kamerad, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Nordöstlich vom Bergoss ist wieder eine Karawane überfallen worden. Und diese traurige Nachricht muss ich den Großherzogen übermitteln. Als Bote hat man immer etwas zu tun. Ja, Küstenweg Kerzenburg. Oh, hier sind die beiden. Unteron, ihr seid so enervierend. Ihr stellt meine Geduld auf die Probe. Halt, Montaron, dieser junge Wandersmann ist in Not. Jemand hat es wohl auf euch abgesehen, Fremder. Ihr seht wirklich verloren aus. Oyaxa sieht ziemlich mitgenommen aus. In der Tat, ich kann euch als Geste des guten Willens einen Getränk anbieten, wenn ihr wollt. Ich bin für jede Hilfe erstmal dankbar. Ihr habt vor diesem schlichten Tränk nichts zu befürchten und ihr sollt nicht einmal in meiner Schuld stehen, auch wenn euer Gewissen besser beraten sein sollte. Wie bei allen guten Leuten. Zum Lohn könnt ihr uns nach Nasch gekommen. Da gibt es Schwierigkeiten und jede Menge Gerüchte um die örtliche Mine, denen wir nachgehen wollen. Einige unserer Bekannten sind wegen der Eisenknappheit zu beunruhigt, besonders was die Frage der Schuld anbelangt. Ihr könnt uns dabei helfen, auch wenn ihr natürlich zu nichts verpflichtet seid. Wir wollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, soviel ich weiß, ein Mann namens Baron Gaskill. Euer Gewissen soll euch leiten. Ja, ich möchte mich euch gerne anschließen, muss aber zuvor noch jemanden aufsuchen. Vielleicht wollt ihr mich begleiten? Wir haben nur sehr wenig Zeit, aber trotzdem ist es am besten, in Begleitung zu reisen. Ja, wir kommen mit euch. Dafür seid ihr uns aber was schuldig. Ja. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Zahn und Montaron möchten, dass ich mich auf den Weg nach Nashkel mache. Haltet euch fern, Schurken. Ein Eremit braucht seinen Frieden. Oh. Der ist jetzt ein bisschen feindlich, weil wir die beiden Jungs dabei haben. So. Hohe Hecke im Süden. Wir wollen aber hier hinreisen. Hey da, Wanderer. So, Elminster. Bleib mal kurz bei einem alten Mann Alter, stehen. Alter Mann, hallo Wanderer, verweile einen Moment und tu deinem alten Mann einen Gefallen. Es ist schon fast 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen und mich gut unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur die Verrückten oder die Verzweifelten noch zu reisen. Wenn ihr meine Freimütigkeit entschuldigt, welche Gruppe gehört ihr an? Ich will ja nicht sagen, aber wie steht es eigentlich mit dem Einhalten eurer eigenen Maßstäbe? Mir scheint, ihr weicht ziemlich davon ab, wenn ihr Fremde bezüglich ihres geistigen Zustands belästigt. Eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht den Weg zum freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort ein paar Freunde treffe. Ich bin nicht so dumm, irgendwo im Niemandsland auf Fremde zu hören. So gebrechlich sie auch scheinen. Fort mit euch. Fragen wir nach dem freundlichen Arm. Den kenne ich wohl. Das Wirtshaus ist nur einen kurzen Weg von hier im Norden. Und seine Touren stehen allen offen. Ich zweifle nicht, dass eure Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwarten.
Seid meist mitleids versichert, wenn euch die Strapazen der Straße zu sehr zugesetzt haben. Ich bin euch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun habe ich aber genug eurer Zeit verschwendet und schon zu viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, das war der gute Elminster. So, jetzt speichern wir aber. Kann das Spiel jetzt nicht speichern? Jetzt kann ich speichern. Das ist jetzt Let's Play 001. Speichern. Und dann machen wir an dieser Stelle einen Cut. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis gleich.